So, da kommen wir zum Nachbericht gegen Darmstadt und wir sehen, ja, außer Wernke, die einzige 4, das wäre echt nie brav, was der dann gemacht hat vor dem Tor. Hat eigentlich das Ding zum 4-0 sicher und ja, schießt in den Wolken. Also ich würde mal sagen, Tim Wernke, den werden wir nächstes Jahr in der zweiten Mannschaft sehen. Da deutet sich doch was an. Also ja, seine Zeit ist langsam vorbei, auch wenn er in die Saison 10 Treffer gemacht hat. Er muss auch was zeigen, okay, er hat uns gegen Dortmund gerettet. So schnell sollten wir ihn also nicht abschreiben, aber er macht so kleine Andeutungen, dass es nicht mehr so weitergeht auf dieses Niveau. Und wir sehen, Tomala ist endlich angekommen. An allen drei Toren war er beteiligt. Das geht eigentlich gar nicht. Das ist so ein super Spieler im Sturm. Armin heute nur mit einer Vorlage, ist aber auch nicht schon 6 Tore hat jetzt Tomala. Und 3 Vorlagen aus 8 Spielen ist das stark. Und wir gucken uns mal die Damen. Wir gucken einfach nur mal. Wir gucken hier einmal kurz runter. Und gucken jetzt hier mal runter. Bum, 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 bum. Keine 3. Erbärmlicher geht es gar nicht. Also richtig schlechtes Spiel von Darmstadt. Und jetzt wissen wir, warum sie da hinten stehen. Warum sie einfach 18. oder 19. sind in der Tabelle. Weil sie einfach schlechten Fußball spielen. Die machen nur auf Standards Tore und das bringt ihnen nichts. Am Ende der Partie. Natürlich kann man ja irgendwie durch Standards alles retten, wenn man langes 0-0 hält. Aber Darmstadt hat ja nicht mal es geschafft. Wir haben lager schon in der ersten Halbzeit 3-0. Und haben dann nochmal, die Damen haben in der 90. nochmal eine Chance und den machen sie dann rein, also schlechter geht's nicht. So, gehen wir mal in die Statistik und sehen 3573 Kloppenburger waren hier und 422 Darmstädter sind noch mitgereist. Wir sehen, wir hatten 60% Ballbesitz, 300 erfolgreiche Pässe, Schüsse hatten wir 9, davon 4 aufs Tor, 5 vorbei. Also, wir gucken Darmstadt einfach nur mal, keinen Schuss aufs Tor. Also das war schon schlecht. Wir gehen mal in die Ergebnisse. Wir sehen, oh ja, 4-0 Regensburg gegen Stuttgart 2. Erfurt gewinnt gegen Duisburg und kommt damit immer näher nach vorne und zieht an Duisburg vorbei mit einem Punkt. Chemnitz, ja, zwei Siege in Folge und kommen immer weiter raus. Sie sind jetzt auf den 17. Platz. Schön für Chemnitz, dass sie echt nochmal rauskämpfen. TuS, TSV Buchbach hier 1-1 gegen Wiesbaden und die müssen wir nächste Woche, glaube ich, ja, oder in 2 Wochen, ich glaube, da ist irgendwie noch ein Freundschaftsspiel dabei. Da kann man auch irren, nee, müsste eigentlich. Und ja, das sieht doch sehr gut aus für unsere Mannschaft. 4-2 Hallische FC gegen Heidenheim. Also Heidenheim kommt nicht mehr ran so um die Aufstiegsplätze. Da ist zu viel Abstand jetzt. Dortmund gewinnt gegen Jena 2-0. Unterhaching gewinnt gegen Trier und damit kommen sie immer weiter raus. Hab jetzt auch 29 Punkte. Das war ein Absteigerduell. Sandhausen zerstört Bayern 2. 3-0. Rostock gewinnt gegen FSV Frankfurt, wo wir glücklich oder unglücklich verloren haben. Oder die Frankfurter haben glücklich gewonnen, so könnte man es auch sehen. Ja, sonst sieht doch die Tabelle nicht schlecht aus. 41 Punkte sicher sind wir. Also absteigen werden wir nicht mehr. Auch wenn da noch 9 Spieler zu spielen sind, ne? Werden wir nicht mehr absteigen. Das geht eigentlich, also von rechtlich her geht das natürlich, aber wir haben es eigentlich schon geschafft. So wichtig war in erster Linie der Sieg. Man hat deutlich das Engagement der Mannschaft gesehen. Leider sind im Übereifer einige Fehler passiert. Der Trainer Markus Aßmann vor dem Spiel habe ich 11 Trikots hochgeworfen. Wer 1 gefangen hat, durfte spielen. Den Spruch kenne ich überhaupt nicht, okay. Ach, deswegen waren sie so schlecht, Spielerstatistik. Westerfeld, oh, zum 2. Mal dabei und sonst keiner von uns. Auch Tomala mit 1,5 nicht, weil Anton Fink heute überragend ist, oder was? Was hat er denn heute gekriegt? Der hat heute eine 1,5.
war bestimmt nicht an allen Toren beteiligt. Und der Franz Sikos. Nee, Saison. Der hat eins oder was? Hat drei Tore geschossen. Also, nee, ist doch unfair. Unser war der beste. So, gehen wir mal. Nominierung könnten wir uns mal angucken. Ricardo Tavares. Portugiese. 19 von Porto. Okay. Teamleistungen. Oh, beste. Beste Mannschaft am heutigen Spieltag. Und damit kommen wir auf Platz 6 der Durchschnittsnoten. Schön. Beste Spieler. Ja, können wir mal runterscrollen. Tomala jetzt mit 6 Toren. Der kommt auch immer weiter nach vorne. Also das freut mich richtig. Carlos. Was ist denn das für ein Wappen hier? Barcelona SC. Okay. Hat er da mal gespielt oder was? Weil dieses Wappen da steht. Ich guck mal. Ja, da war er mal. 2011. So, gehen wir mal hier von den Noten her runterscrollen. Reck mit einer 3,0, 24 Spielen. Tim Hofmann 3,1, Wernke, Armin. Wir müssten mal weniger, 8, 6 Spiele. Immer diese 4, 6 Spiele. Und wir gucken mal da, wo der Tomala wäre. Oh, 2,81, der ist richtig gut. Ach, der hat schon 8 Spiele. Meine ich natürlich, 8 Spiele. Daniel Bernhard, der Torwart, der Möglichkeit allen ja meistens aus der Scheiße hilft. Ja, so kann man das sagen, ne? Und wir können mal gucken, wer sich hier wieder verletzt hat. So ähnlich wie hier Grotte immer noch. 6 Monate Christian Falk. What the fuck? Der Stürmer verletzt sich. Ach, Schädelbruch, stimmt's? Die Kreuzbandriss, meistens seit 25 Wochen sind, ist es Schädelbruch. Ja, ja, das hatte ich mal mit Neuer beim FM 2011. Oh, eine sichere Bank. Wien Wiesmann hat das Kunststück fertiggebracht. Seit mittlerweile 5 Spieltagen auf Platz 9 zu verweilen. Also diese Woche wird es schwer, also die nächste. Bei der müssen sie gegen uns spielen und da würde ich mal sagen, gewinnen wir. Und dann wären wir vorbei und dann kommt schon das Klapperspiel, das Viertelfinale DFB-Pokal. Und das ist dann wieder ein Highlight, was wir uns dann schön angucken kann. Sperre für die nächsten 2 Spiele. Wer denn? Ach ich. Nein! Westerfeld. Kante und Spar erfolgreich. Spiele für die nächsten 2 Spielen. Ja, weil ich auf die Tribüne geschickt wurde. Matt McKay. Ja, soll knapp eine 70 behalten. Noch 2 Spieltage. Noch 2 Spieltage, noch 2 Tage. Und dann wissen wir mehr. So, gehen wir mal weiter. Die zweite Mannschaft spielt heute. Oh, Champions League. Paris gegen Chelsea. Und Paris gewinnt 3-2. Spiel ist Chelsea an 2 Auswärtstore. United gewinnt gegen Atletico 3-1. Oh, da wird schwer. Arsenal und Porto. Also hoffe ich natürlich auf Porto, weil die Barcelona geschlagen haben. Wir sehen Bayern gewinnt gegen Madrid 2-1, aber Madrid hat das Auswärtstor. So eine kleine Rache, ne? Gegen Viertelfinale letztes Jahr, nee, Halbfinale letztes Jahr in Wirklichkeit. Wo Madrid Bayern zerstört hatte. Gehen wir mal weiter. Und jetzt Europa League. Wir sehen, Liverpool gewinnt gegen Manchester 1-0. Bambi gewinnt 1-0 gegen Bayer Leverkusen. Oh, das ist schon ein bisschen peinlich. Mailand gewinnt 3-2 auswärts gegen FC Valencia. Durch der 81. Minute durch Raúl Jiménez. Wir sehen AC Anderlecht gewinnt 3-1 gegen Ajax. Oh, Anderlecht, super, super, super Europa League. Nee, kennt man ja gar nicht. Die fliegen ja meistens immer so viel früh raus. Ich laber hier Scheiße. Nee, ich stotter wie ein Stotteraal. So, gucken wir mal. VfB Lübeck gewinnt 4-0. Und da war auch diesmal Ulrich Lohse Scheiße.
So, Scouting abgeschlossen. 69 ist gut. Und den holen wir uns jetzt. Wir gucken mal. Scout. Oh, glorreiche Zukunft. Bei seinen Dribblings verzettelt er sich meistens. Er ist topfit. Überdurchschnittliche Schusskraft. Läuft seinen Gegner müde. Schwäche, Beweglichkeit, Dribbling, Antritt. Stärke, Ausdauer, Flanken, kurzer Pass. Also, jetzt gucken wir mal, wie viel er haben will. Vertragsverhandlungen. Ist natürlich ein Pluspunkt, dass sie sich schon in der Vergangenheit mit ihm beschäftigt haben. Na klar. So, Stammspieler, auf jeden Fall. Zukunft. Ich werde die Mannschaft nächstes Jahr verstärken. Gehaltskürzung raus. Position am Karriereende. Auflaufprämie 1000er, Nichtabstieg 3000, Liga-Bonus nach 25 Spieltagen für 15.000, Abstieg darf es ablösefrei. Jährliche Erhöhung 5% und mal sehen, wie viel wir runtergehen können. Oh, sieht noch gut aus. Ich würde mal sagen, probieren wir es mal mit 135.000. 185.000. Am 190.000. Und mal sehen, was für Angebote oder was er, ob er es akzeptiert. Das wäre schön. Natürlich wäre es nicht ein Schritt nach vorne, aber ne, könnte man sich vorstellen. So in Australien nochmal in der dritten Liga. Will ein bisschen abschalten, mal andere Sprache lernen. So, klarer Sieg für Bayern im Spitzenspiel gewinnen. Gegen Borussia. War doch klar wie in Wirklichkeit. Nee. Da haben sie ja nur 1-0 gewonnen. Oh, er möchte noch ein bisschen mehr Geld. 200.000. Wir machen mal hier 220. Mal sehen, was er dazu sagt. So, jetzt kommt das Freundschaftsspiel. Machen wir das schnell. Magdeburg ist interessiert an ihn, ich aber nicht an euch. Ulrich Lose in Höchstform. Benjamino Makhanto. So, lange Pässe, schön. Wechselt ablösefrei zum BV Kloppenburg. McKay ist nächstes Jahr bei uns. Okay. 32 Jahre, gute Erfahrung. Und er kann uns helfen. Das ist ja einfach das, was für uns entscheidend ist, dass er uns helfen kann. Jugendmannschaft, Trainingsziel. Dauert ja schon lange. Achso, der hat ja überhaupt keine. Okay, mache ich die mal schnell. Wupp. Hat der eigentlich keine? Der hat doch 2,5 Talentsterne. Dann mache ich das doch sonst mal. Jetzt wieder grün. Der Bälle. Der Ballerchen. Assistent. So, dann gehen wir mal erstmal in die Gespräche wieder mal, dass die Moral ein bisschen höher geht und die Teamdynamik. Also Hummel kannst du natürlich sagen, was gut trainiert. Enike. Tim Hofmann, das hatte ich ja in den letzten Nachberichten immer weggeschnippelt, die Gespräche. Habe ich mir gesagt, nee, so wichtig ist das ja nicht, aber wenn ich das dann hier komplett wieder aufnehme, muss das auf jeden Fall rein. So, und Tomana können wir auf jeden Fall loben, den ist sensationell. Gerdes, du hast gut trainiert. Milat, den können wir nicht sagen, halt Unimaier. So, ich werde dir eine Verlängerung anbieten, weil ich dich behalten möchte. Denk drüber nach, das können wir nochmal sagen. Erwartet gespannt ein neues Angebot in den nächsten Tagen. Ja, das können wir erstmal nach dem Spiel machen, ne? Machen wir das mal schnell durch hier, das Ding. Textmodus geht raus, spielt ordentlich Fußball. Hopp. Mal sehen, wie schnell das Ding hier. Okay, 1-0 erst in der 32. Minute. Schlecht von unserer Mannschaft. Sehr schlecht. Also da will ich eigentlich schon mehr erhoffen gegen so eine Popelmannschaft. So, frische Halbzeitansprache. Das machen wir jetzt in der zweiten Halbzeit. So, Auswechslung, Wiehandke rein. Tim Hofmann rein für Hummel. Jetzt möchte ich aber was sehen, Jungs. Voller Angriff. Also das war ja wirklich peinlich.
peinlich, peinlich von unserer Mannschaft. Hoffentlich geht das nicht von der Form so ab. Ja, da sehen wir. McKay wechselt zum BV Kloppenburg. Hinweis auf Sonderprämie für Einsätze. Okay. Ist mir ja sowas. Und da wird das Spiel automatisch gespeichert. Und der Retter in Not. Letztens ist mir das Spiel abgekackt bei Darmstadt. Jetzt hätten wir nochmal eins mehr gehabt. Ein, was ich nachkommentieren müsste. Hatte ich nochmal Glück. So, dann verlängern wir erstmal mit Bunimal, also Wollen. Ist auf jeden Fall gut, dass sich Harbümer im Verein wohlfühlt. Schön. Aha, dann gucken wir mal, was wir hier machen können. Kalt ist raus, 5%. Option 2 Jahre, nächster Anteil 10%. Da wird nicht viel kommen. Aber ich würde den gerne behalten für immer so zweite Mannschaft oder so. Kann halt immer helfen. So, wir gucken mal, wie viel Monter könnten. 100.000, letztens haben wir 95.000, waren 110.000. Mal sehen, was er dazu sagt. Julian Eggers machen wir erst später. Ganz einfach. Ja, wartet mal. Julian Draxler. Oh, Spieler des Monats. Ganz einfach wegen. Jetzt habe ich es raus. Ach, weißt du, ist schon wieder zurück. Achso, die nächsten Spiele. Chelsea ist weiter. 3-0 gegen Paris. United ist weiter gegen Atletico. Ach man, Arsenal ist weiter. Und Bayern kommt auch weiter. Schafft ein 0-0. In Bellabeo. Hat Vertragsende. Naht. Ach, unser Vertrag läuft auch aus. Okay. Vertrag verlängern, ne? Das wäre doch schön, wenn wir unseren Vertrag verlängern. Ja, okay. Fußballer des Monats Tennis Domala in Minus geraten. Wieso denn? Ja, dann gewinnen wir einfach das nächste Spiel und dann wird da schon was. Nein, die Klappbach wird schwer schon. Ich hoffe, aber von der Form her war es nicht so schlimm. Außer von Tim Pascal Wohlfahrt eine 8er Form. Genau wie Daniel Reck eine 8er Form. Jenike Nuri. Dann probieren wir es mal jetzt mit Julian Eggers. Oh, jetzt reicht es mir 100.000. Mal sehen, was er dazu sagt. Ja oder nein? Oh, die Europa League. Porto ist dann weiter durch ein 3-2. Elias Kaschunga trifft. Ja, lang 2-0 vorne. Leverkusen macht es dann nochmal locker. 3-0 auswärts. Und Valencia schießt Mailand zu Hause ab. 4-1. What the fuck. Anderlich ist auch weiter. Also gibt es da einige Sachen hier, die man nicht denkt. Lächerlich. Ach du Scheiße, was willst du denn? Hier, Option 2 Jahre. Jährliche Erhöhung 10%. Nächster Anteil verkauft 10%. Da werden wir nie viel Geld kriegen. So, Auflaufprämie 500. Zu 0. 200. Nichtabstieg 1000er. Okay, so, dann machen wir mal, gucken mal. 115.000. Oh, jetzt kommt unsere Option für den Verein rausnehmen. Aha. Ich würde gerne das hier für uns haben. Angebot höherer Liga aktuell. Ja, mach mal hier. Mal sehen, was du. Okay. Option für den Verein ist erstmal raus. Nicht, dass wir uns einfach ein Jahr verlängern. Mal sehen, können wir ein bisschen Knete mehr kriegen. 5000. Ja. Nein, jetzt. Mal sehen, ob sie den hier den Strich machen würden. Ja, machen sie. Also, wir hätten nochmal eine Option. Den Vertrag einfach zu verlängern. Ja, und so würde ich es gerne
ja, so unterschreiben. Saisonziel, die Saison bestmögliches. Obertabellenhälfte in 2 Jahren. Ja, vielleicht ist da auch mehr drin, ne? Für nächstes Jahr schon. Wenn wir jetzt gegen Gladbach gewinnen, dann könnten wir noch ein bisschen mehr Geld. Oh. Wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Der SV Wiesbaden. Also wir sehen Mannschaftsstärke 723. Drittbeste Mannschaft eigentlich, also war kein gutes Jahr. Wir sehen Duisburg gegen Dortmund, Erfurt gegen Regensburg und Sandhausen gegen Chemnitz. Also Chemnitz hat einen Lauf. Vielleicht gewinnen sie auch gegen die. Wo die Nachrichten, oh mein Gott. Oh man. Prokop, oh mein Gott, ist der schlecht. Jugendspielereich-Trainings hier. Julian Engels unterschreibt einen neuen Vertrag. Schön, dass der eine Mann es akzeptiert. Mann, ey, kannst du dich auch mal freuen. Hummel, mal sehen wir, mit wem wir alles sprechen können. Tim Pascal Wohlfahrt, ja, das haben wir lieber nicht. Philipp, du hast gut trainiert. Meier, du hast gut trainiert. Eine 72 offensiver Mittelfeldspieler. Dani Reck, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Julian Eggers, Mannschaftsführung ist klasse, gewinnt 2 Moralpunkte. Norm Neubert, Strauß, du hast gut trainiert, Wernke. In letzter Zeit gab es viel zu tun, wie geht's dir eigentlich? Wernke ist froh, dass sie ihn nicht vergessen haben. Ich brauche einfach das Gefühl, ein wichtiger Teil des Teams zu sein. Okay, dann treff auch mal, nicht nur in den wichtigen Spielen. Milad, ich brauch dich im... Nein, das glaube ich, kann nicht mehr sein. Okay, wusste ich doch. Zweite Mannschaft. Jan Meyer, ich wünsche dir in Zukunft alles Gute. Gewinnt nochmal 5 Moralpunkte. Thomas, Mannschaftsführung, klasse. Jan Schlögel, was sich dann so stark verbessert. Gewinnt 5 Moralpunkte. Schön. Der Jan Schlögel entwickelt sich prächtig. Der Moritz Steiten hat letztens ein Trainingsziel. Ja, 58 Zweikampf. Wernke minus, also nicht minus, sondern eine 7er Form los. Also das geht schon besser. Wir gehen mal in die Taktik rein. Teamvergleich. Auf jeden Fall wird der Fungu Diak. Fungu Diak. Fungu Diak. Ach, José Pire. Pire. Wird gedeckt auf jeden Fall, so einfach geht's. Von Hummel, Königs, 10 Tore, Torhüter, 19 Tore, weil er so schnell ist, ne? Ja, die Schnelligkeit gewinnt auch beim FM. Und der Rami, Sofian Rami, der Ex-Cottbusser, ne, Düsseldorfer, was? Ja, einfach wechsel ich immer wieder, Kurzpass 82, oh du Scheiße. Dafür hat er kein Dribbling. Also dann schnappt sich mal Westerfeld. Christian Jensen, Felix Bastian. Wir gehen auf jeden Fall über die linke Seite, über Meier. So. Christian Gerdes, nee, den lassen wir mal. Der McGill, Simon McGill. McGill natürlich. Von Freiburg kam der. Hat schon 2 Tore gemacht, also schlecht ist der wohl nicht. Aber wir kommen auf jeden Fall über die linke Seite, Robert Müller. Okay. Könnten wir auf die Größe gucken, ne? 1,86. Der Kollege ist hier 1,86. Jonathan Kotzke ist nur 1,84. Ja, da könnte unser Armin sich schon stark durchsetzen, ne? Schnell ist er hier nicht. Der. Wer ist der? Schwede. Wie schnell ist der? Felix Bastian. Ja, nicht viel schneller, aber über die linke Seite gefällt es mir schon eher. Also wir kommen auf jeden Fall über die linke Seite. Dann nehmen wir erstmal Rami raus. Okay, der nimmt so herum. Westerfeld so. Und decken durch Sonderbetreuung. Patrick Funk. Ist natürlich auch ein starker Spieler. Ist eigentlich Rechtsverteidiger. So. Auf jeden Fall über die linke Seite. So können wir das auf jeden Fall angehen.
Da direkt mit einer super Moral. Westerfeld, das könnte schon ein bisschen besser sein. Ach, Mann, Junge. Den gibt's ja noch. Sieht doch sonst alles okay aus. Wir werden mal unsere Leihspieler mal gucken. Aber ich sehe gerade, der Monat ist vorbei. Der Althoff wurde ja verdrängt. Wir haben es ja gesehen. Er wurde ja von den Niederländern verdrängt. Hat letztens eine 1,5 gekriegt und dann eine lockere 5. So, dann gehen wir mal zum nächsten. Hat einen Durchschnitt von 3,18. Das ist nicht schlecht. Julian Bennert. Was denn da los, Junge? Trifft einfach jetzt nicht mehr. Die Form geht auch nicht mehr hoch. Also, Victoria Hamburg hat wohl eine schlechte. Ist einfach zurzeit nicht gut drauf und da geht es bei ihnen auch nicht so. Karabu tut einer, den können wir schon vergessen. Kannst eigentlich schon aussortieren, der kriegt auch gar keine Einsätze mehr. Den würde ich auch als Trainer nicht machen, weil der bringt überhaupt keine Leistung. Konstant ist doch gut, ne? Immer 3,5 oder 4 ist doch gut, eine Konstanz. Jetzt wird der Mike hier auch schon spät in Stefan Boll. Oh, eine 63. Ja, beim MSV Duisburg läuft es gerade nicht so, ne? Erfurt nicht so gut, Jena nicht so gut. Da haben sie doch alle Spiele nicht so gut gemacht. Das geht ein bisschen besser. André Toben, den kannst du vergessen. Der ist jetzt auch raus. Kriegt ja auch keine Spiele mehr. Ja. Wir haben Tomala, also unsere ausgeliehenen Spieler, die haben sie jetzt durchgesetzt. Tomala und Meier im Aufschwung. Und das freut mich am meisten. Und ich würde mal sagen, haut rein. Bis dann. Und wir sehen uns zum nächsten Spieltag gegen Wiesbaden. Ciao.